Grüezi, ich bin ein Artischocke. Wir machen heute wieder mal ein Tutorial, wie man die niceste Guacamole macht. Ja, let's go. Ich zeige euch jetzt die Zutaten, die man braucht. Also, das erste wäre hier ein Avocado. Dann eine Tomato. Und noch ein paar Gewürze, das zeige ich nachher. Übrigens, ich wollte Twins sagen, was das ist. Hat jetzt diese Woche wenig Videos gegeben. Das tut uns leid, wir hatten wirklich keine Zeit. Und aber wir wollen diese Woche relativ viele Videos machen. Morgen kommt vielleicht eine Fußball-Challenge. An alle Kollegen von mir, sagt alle, wenn ihr dabei wollt sein. Dann Donnerstag machen wir Donnerstag machen wir nicht. Also wir müssen noch überleben, aber am Wochenende machen wir vielleicht eine 24-Stunden-Challenge. Die Idee kommt von Amelie. Ich grüße übrigens noch Amelie, Eva, der Diego, Sandro, Louis, Sapir, Rubin und Melissa. Ja, und natürlich Valeria. Tut mir leid. Entschuldigung, dass die Kamera gerade so rüdig ist. Ich weiß nicht, ob sie rüdig sein wird, aber das seht ihr dann gleich. Ciao. Ja, okay. Das wären eigentlich alle, hoffentlich. Tut mir leid, wenn ich noch eben vergessen habe. Und übrigens, ich grüße euch, wenn ihr mich fragt. Also, in der Schule. Dann, ja, dann fangen wir mal an. Okay, also fangen wir an mit der Tomate. Die schneidet ihr in kleine Stücke. Wenn, ja. Also so, in der Mitte, ihr könnt eigentlich machen, wie ihr es wollt. Ich mache das jetzt geschwind und wir sehen uns nachher wieder. Ich hätte jetzt alles geschneidet, alles einfach in kleine Stücke. Ich lege das jetzt auf die Seite. Dann, das brauchen wir nachher wieder. Jetzt schneiden wir die Avocado. Der piepst jetzt gerade. Also die Avocado hat hier einen Kern drin, den wir schneiden einfach so. Ganz einfach. In zwei Teile nimmt man den Kern. Übrigens ein kleiner Tipp, wenn ihr den noch länger behalten wollt, nicht direkt am ersten Tag ist, dann könnt ihr einfach den Avocado-Stein behalten. Und dann könnt ihr den behalten und wenn am Abend, dann könnt ihr den in die Guacamole reintun und dann kann man ihn morgen besser essen. Sonst geht diese Scheiße recht schnell verfault. Dann braucht man noch eine Schüssel. Ich nehme jetzt die. Ist ja auch egal. Hier. Dann
nehme an einen Löffel oder was zum Auslöffeln und dann ja, löffelt man das aus und tut es in die Schale hinein. Eigentlich ganz easy peasy. So. Natürlich vorher Hände waschen. Ja. So. Einen sollte eigentlich langen, wenn ihr Guacamole sehr gern habt. Dann macht zwei, also mit zwei Avocado. Aber so sollte es dann aussehen. Vielleicht jetzt nicht so schön auf der Kamera, aber das wird. Es muss ja, kommt ja vom Inneren her. Und dann macht man das einfach so. Man nimmt die Gabel und verquetscht das eigentlich, bis es ganz flüssig ist. Jetzt wahrscheinlich ein kurzer Schnitt, bis ich es geschafft habe. Na, let's go. Also, man muss es verdrücken, wie man will. Das Romano-Stückchen oder sonstige. Oder ganz flüssig. Ich habe es jetzt einfach mal so gemacht. Jetzt kommt die Tomate rein. Man kann es mit Direkttomaten oder mit Tomatas. Sprachenlernen Bubble. Mit normalen Tomaten machen, wie ich mache es jetzt mit normalen Tomaten. Ja. Dann machen wir die mal rein. Also ich habe jetzt die hier reingetan, die Tomatenstückchen. Und man muss jetzt eigentlich nur noch Gewürze und dann mit Nachos oder einfach Chips probieren oder mit anderen Sachen. Also für die Gewürze haben wir Knoblauch und kann irgendwie Salz. Ihr könnt auch Aromat nehmen oder anderen Gewürz. Ihr könnt probieren, was gut ist. Ich mache jetzt hier Knoblauch und beides rein. Okay, dann sehen wir uns nachher. Action! Okay, jetzt kommt der Geschmackstest. Übrigens, danke vielmals für die Unterstützung von Eva. Die hat mir das bezahlt. Danke vielmals. Jetzt kommt der Geschmackstest. Ist das eine? Okay. Nein. Okay. Es hat ein salziges Aroma mit ein bisschen Himbeere. Ich habe jetzt gerade den Weinkoster. Was schmeckt nach Himbeer in einem scheiß Wein? Aber super, muss unbedingt nachmachen. Die Butterbrezel was für Butterbrezel? Laugenbrezel und Lappen. Ja, und die Pizza muss ich auch. Ist mega fein. Danke für die Idee von Diego. Auch ein Grüße an dich auch nochmal. Dann, das war's mit dem Video. Warte. Ich bin gerade dazu gestoßen. Also ich bemerkt ja, was ich in Tutorial mache. Da wollte ich noch schnell was ankündigen. Ich habe heute im Zug Kommentare gesehen von einem gewissen Punchin P. Wenn ich es fast ausspreche, so schreibt es einfach in die Kommentare. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Da geschrieben, ich soll doch mal ein Tutorial machen, wie ich ein Thumbnail, wie schwierig ist das blöde Wort, Thumbnail, ich glaube, so spricht man das aus, erstellen soll. Und ich denke, das mache ich einmal. Und
Ich werde, wenn ich dran denke, hier eine Dings einblenden irgendwo. Ich habe vergessen, wie das heißt. Eine Umfrage, in der ihr sagen könnt, wie euch das Let's Play ja nicht gefällt. Da werden wir wahrscheinlich vielleicht heute auch noch einige Parts davon aufnehmen. Ich würde sagen, ich habe Rebe Chan. Gut. Tschüss.